Strick mit Kick Freitag. Ich bin's wieder, die Anne von Strick mit Kick, und ich heiße euch herzlich willkommen oder herzlich willkommen zurück, wenn du öfter zuguckst. Oh, bin schon wieder so puste, ne? Das ist aber auch anstrengend. Und ja, also ihr könnt mich außer hier auf YouTube auch noch auf Facebook und Instagram finden unter Strick mit Kick. Da ist es auch etwas aktueller als hier bei YouTube, also insbesondere bei Instagram. Oder ihr könnt auf meinem Blogshop gucken unter www.strick-mit-kick.de. Dort findet ihr manchmal Blog-Einträge, aber der Shop ist relativ aktuell. Was heißt relativ aktuell? Der ist aktuell. So, also, abgehakt. Werbung. Ne? Natürlich sind meine Sachen toll, Freunde. So. Auf jeden Fall kann es dann jetzt starten, ne? Ach, worum geht's heute? Ein trauriges Thema wird sein, wenn man den falschen Faden abschneidet, ja? Aber da komme ich später zu. Na, wie war eure Woche so? War die gut? Habt ihr auch schon Ferien? Ich bin ja immer noch kinderfrei, aber jetzt kommen die beiden dann bald wieder. Und dann geht die Ferienbespaßung los. Yay! Ich habe schon eine Liste und ich kann euch sagen, entweder sagt Kind 1, oh nee, oder Kind 2. Oder die finden es beide doof, was man sich so mühevoll erarbeitet hat, was man machen kann, ne? Oh, die sind alle gleich, ne? Die sind alle gleich. Aber wenn die später mal Kinder haben, ne, dann werde ich sagen, seht ihr, jetzt wisst ihr, wie es ist. So. Freunde, so erste Kategorie ist ja immer, was habe ich auf den Nadeln? Auf den Nadeln habe ich natürlich immer noch meine Socken. Das ist auch ein Dauerbrenner, ne? Aber ich habe beide gestrickt, Freunde, und ich glaube, toi, die Wolle reicht, das Grau reicht. Also ich muss jetzt noch dreimal das Muster stricken und dann bin ich eigentlich mit durch. Wobei, ich habe das vorhin mal so aneinander gehalten. Und ich habe das letztens schon gehabt und ich habe irgendwo bei YouTube, na, wer ist das? Ein Mann, ein YouTuber. Markus? Kann das sein? Ich guck mal. Dünner mit dunklen Haaren. Hallo, falls du mich guckst. Ich guck nochmal, wie du heißt. Auf jeden Fall, und der hat nämlich auch gesagt, der hat irgendwie den einen Socken gestrickt und dann irgendwie später den anderen und hat genau die gleiche Reihenzahl genommen und der eine war länger als der andere. Und das hatte ich letztens nämlich auch schon. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Und ich habe die Reihen gezählt. Und es kam absolut nicht hin. Es waren die gleiche Reihenanzahl, aber die waren völlig unterschiedlich, obwohl man es mit den gleichen Nadeln gestrickt hat. Und er meinte, und das sehe ich jetzt zum Beispiel wieder bei den Socken, dass man scheinbar doch unterschiedlich strickt in unterschiedlichen Lebensphasen, ja. Also beim Spinnen ist es ja auch so, man soll ja, wenn man für ein Projekt sich was spinnen will, wirklich das hintereinander wegspinnen. Weil wenn du da irgendwie das ein Vierteljahr liegen lässt oder so, dann hast du einen anderen Fadenzug, so, ne. Aber beim Stricken ist das scheinbar auch so. Und ich vermute bald, dass ich noch einen Mustersatz mehr stricken muss. Ja. Aber auf jeden Fall werde ich da irgendwann mit fertig. Ne? Ich glaube, heute mache ich noch ein paar rein. Eigentlich strickt sich das ja schnell weg. Ne? Ich finde, gerade wenn man Muster hat, dann denkt man, ja komm, machst du noch schnell einmal den Mustersatz fertig. Und bei den Königinsocken ist ja ein Mustersatz nur 4 rein. Also das geht ja dann auch ratzifatzi eigentlich. Ne? Ja, also mal gucken. Ich werde mir heute mal ein bisschen in den Hintern treten und das machen. Und dann werde ich noch mal gucken. Aber wie gesagt, nach dem Anhalten heute muss ich, glaube ich, noch einmal mehr stricken. Also, was sagt uns das? Oh, strick alles gleich, ne? Ja, gucke, noch ein Grund, warum man nicht 1000 Projekte gleichzeitig anfangen sollte. Also, Socke. Hm. So, und dann habe ich immer noch mein Crop Top, ne, auf den Nadeln. Oh, Freunde. Ich habe euch ja letzte Woche gesagt, ich kann am Freitag die Ärmel bestimmt abtrennen, weil ich ja nicht mehr viel hatte. Dienstagabend. Und es lag nicht daran, dass ich von Freitag bis Dienstag nicht gestrickt habe, ne? Oh, das zog sich und zog sich und zog sich. Oh. Also irgendwann war ich schon so ein bisschen, oh, ne? So, und dann habe ich endlich die Ärmel abgeteilt. Und jetzt
strickig als den Körper, Freunde. Und wenn ihr jetzt denkt, ich bin schon fast fertig. Nein. Oh, holt eure Taschentücher raus und leidet mit mir, ne? Ich zeige euch jetzt mal, wie weit ich bin. Oh, ich kann das Ding gerade nicht mehr sehen, Freunde. Aber ich weiß, wenn ich das weglege, dann, dann fasse ich das auch nicht mehr an. Oh, also Freunde, hier, jetzt kommt das Trauerspiel. So weit bin ich. Könnt ihr was sehen? Nein. Es ist auch nicht zu sehen. Hier, passt auf. Guck mal, so ein Stück. So ein Stück habe ich vom Körper. Ist das nicht deprimierend? Ah. Achso, ich muss ja eigentlich lächeln in die Kamera, damit mein Mann ein schönes Foto findet, ne? Aber mir ist nicht zum Lachen. Oh, da, so weit. Das hat hier noch ewig gedauert, bis ich das abteilen konnte, Freunde. Das war erstmal ein Mist. Oh, oh. Und dann, also so weit bin ich, ne? Also ich ziehe das auch gar nicht an. So, guck mal, also bis da. Und da sich noch ein bisschen zieht, bin ich bestimmt bis hier. Oh, es dauert noch, ne? Aber ich habe jetzt gemerkt, jetzt, wo ich nur noch den Körper habe, sind die Reihen halt schon kürzer, ne? Also, das strickt sich jetzt doch schneller weg. Also, und man muss ja sagen, Brioche, für eine Reihe strickst du ja praktisch zwei. Also, das dauert eigentlich doppelt so lang, als wenn man es in einem normalen Muster irgendwie stricken würde, sag ich mal, ne? Möchte ich mal behaupten. Oder hat da eine andere Erfahrung? Keine Ahnung. Naja. Oh, so sieht's nämlich aus. Also, ich mag Brioche stricken, ja, ne? Ich mag das wirklich gerne. Also hier, ne? Aber der Phantom, der hat tausendmal mehr Spaß gemacht. Also es mag vielleicht auch daran liegen, dass man nicht so lange stricken musste, weil das hat ja nun mal eine Lauflänge von 700 bzw. 800 Metern, das Garn. Und der hatte ja 200 auf 100 Gramm oder der dünnere, das Blau, hat 400 auf 100 Gramm. Also es ist ja schon, ne? Dicker und man muss nicht, man braucht nicht so lange, bis man da ist. Aber ich glaube, ich würde, also dieses Brioche-Muster ist ja wirklich nur zugenommen an den Zunahmestellen, ne? Also ganz einfach, hier habe ich ja noch mit Zunahme, Abnahme und gearbeitet, dass zwischendurch mehr los war, was man machen musste, zwischendrin auch, ne? Also man hat nicht nur stumpf bis zum Zunahme-Dings gestrickt und dann Zunahmen gestrickt. Aber ich wollte das ja hier so schlicht haben. Das war ja beabsichtigt. Also ich hätte da ja auch noch irgendwelche Muster mit reinhauen können, noch zusätzlich mit Überkreuzen und zu und ab und hast du nicht gesehen. Das war ja schon, wollte ich ja so haben, aber in so dünnem Garn, ich glaube, damit man da eben nicht die Puste verliert, braucht man da mehr, wo man was machen muss. Also, naja, also ich stricke jetzt mein Perlmuster runter. Ich habe mich jetzt für Perlmuster entschieden. Ist, glaube ich, auch ganz gut. Also zwischendurch habe ich schon gedacht, ob mir das nicht schon zu musterig ist. Aber glatt rechts fand ich auch irgendwie doof. Ich stricke das jetzt so runter und dann hoffe ich, dass ich es leiden mag. Auf jeden Fall ist die Wolle toll. Also es fässt sich ganz toll an. Ne? Also das ist so fluffig, ne? Durch das Brioche, das ist ja so Struktur, so, das ist schon cool. Also kann man ja nicht anders sagen. Es sieht ja auch gut aus, aber Freunde, ich sage euch eins, ne? Das nächste Projekt, wenn das hier fertig ist, ne? Das wird aber nicht was mit Lauflänge 400 Meter, sondern mit Lauflänge 200 Meter. Da könnt ihr aber ein sowas von drauf, ne? Oh nee, also da habe ich jetzt erstmal die Backen dick davon. Also es ist schöne Wolle und es ist toll und so, aber also nicht für einen Pulli. Das kannst du vielleicht wirklich irgendwie für so ein Lestuch oder so machen, ne? Wo du eben auch schneller durch die Löcher irgendwie an Größe und Weite gewinnst, aber na, nicht an Kompakt. Also, nee. Nee. Aber für Sommer, finde ich, ist 400 ist mir zu dick, 400 Meter Lauflänge, ne? Ich habe ja den Out of Comfort in 400 Metern auf 100 Gramm gestrickt. Und der ist mir einfach für den Sommer zu kompakt. Also das ist mir zu dick. Aber womit strickt ihr denn eure Sommersachen? Strickt ihr die mit 400 Meter Lauflänge? Ich meine, gut, jetzt in diesem Sommer, ne, kann man auch 400 Meter, da kann man auch dick anziehen. Ich weiß nicht, wie es bei... Obwohl, ich habe gestern... warte! Mir ist hier... warte. Was ist passiert? Ist schon wieder eine Masche gefallen. Oh, Freunde, jetzt geht's ja schon wieder los, ne? Ich habe gestern irgendwie gesehen, unten in Baden-Württemberg oder so, da scheint es wärmer zu sein. Ah, hier ist Katastrophe.
Katastrophwetter, Kaltwetter, Jackenwetter. So. Das habe ich auf den Nadeln. Und da ich ja heute meine Socken fertig mache, werde ich da irgendwie nicht weiter dran stricken. Wir kriegen heute Abend auch noch Besuch. Da kann ich mich nicht hinsetzen und stricken, das geht nicht. Die lachen mich aus. Auf jeden Fall. Wird das noch dauern. Ich weiß nicht, wie lange. Aber ich weiß, dass ich es stricken muss. Weil sobald ich es irgendwie weglege und sage, ich mache jetzt erstmal was anderes, wird das nie fertig werden. Ne? Ich glaube einfach, es ist so lange schlechtes Wetter, bis das Ding fertig ist. Passt mal auf, Freunde. Wenn ich mit dem Ding fertig bin, dann scheint die Sonne und so sieht es nämlich aus. Ja, das Universum gibt mir nur noch ein bisschen Zeit, um entspannt das Ding fertig zu stricken. Oh, aber ich habe schon Nackenschmerzen, weil ich schon so verkrampft immer saß. Und ich denke, noch eine Reihe, wieder angehalten. Scheiße, noch eine Reihe. Oh, mir tut alles weh. Mag auch daran liegen, dass ich gestern den Sandkasten ausgebuddelt habe. Oh. Ne? Weil wir haben beschlossen, Sandkasten brauchen wir nicht mehr. Schluss jetzt. So. Aber, also wie gesagt, mehr habe ich nicht auf den Nadeln. Aber ich würde mal sagen, noch nicht auf den Nadeln. Also wenn ich die Socken fertig habe. Ich habe das gestern gemerkt, als ich an den Socken gestrickt habe, habe ich gedacht, na, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, wenn man mal was Kleines, wo man schneller vorwärts kommt, hat nebenbei. Ne? So. Und dann habe ich nämlich überlegt, du brauchst doch wenigstens ein kleines Projekt so nebenbei. Und dann habe ich nämlich gedacht, als nächstes werde ich, also der nächste Herbst kommt ja bestimmt, werde ich nämlich eine Mütze stricken. Und zwar werde ich eine Mütze stricken, die ich schon mal gestrickt habe. Und die fiel mir nämlich wieder in die Hand, weil wir hatten ja hier umgeräumt, ne? Und dann musste ja alles, was so sonst so stand, wie es stand, konnte ja nicht mehr so stehen, wie es steht. Also stand das im Büro anders. Gefiel mir aber nicht. Und also mussten wir nochmal umbauen. Dann ergab sich ein zweites Problem, unvorhergesehenermaßen, relativ, vielleicht auch ein bisschen ignoriert bis dahin. Also musste ich nochmal umrollen. Oh, da musste ich wirklich alles irgendwie umräumen und angucken und anfassen und so. Und da fiel mir eine Mütze in die Hände, die ich vor Jahren schon mal gestrickt habe. Die ich auch schön fand. Das Problem war an dieser Mütze, ich fand die schön. Wie zeige ich euch denn das jetzt am besten? So, passt mal auf. Also, pass auf, so sah die aus. So, guck mal. Eigentlich cool, ne? Fand ich auch. Und dann sah ich an der Mütze irgendwie einen Faden. Und da dachte ich, ach guck mal, ja, hier hattest du angesetzt, schneid mal ab. Oder ich weiß nicht, wie es war, auf jeden Fall schnitt ich den falschen Faden ab. Könnt ihr sehen? Das Desaster. Und es rippelt, Freunde. Oh, so ein Mist. Und dann habe ich gedacht, oh, Himmel hilf, ne? Und dann habe ich das entnervt in die Ecke geschmissen. Die ist eigentlich echt süß. Also ich habe jetzt hier mein Tüdelüt auf und mit Ördel-Dördel-Knördel passt die auch nicht. Ich habe das gestern mal ausprobiert, muss die Haare aufmachen. Ist mir jetzt alles ein bisschen zu aufwendig. Ich habe aber beschlossen, ich stricke die jetzt nochmal. Nebenbei, Freunde. Ich finde die schön. Die ist total toll mit dem Schleifchen und so. Ich mag das. Und ich finde echt die Farbkombi schön mit diesem Dunkellila und dem Pinken. Aber das ist auch dünnes Garn, also relativ dünnes Garn. Und das ist gefachtes Garn. Das habe ich noch aus der Wollfabrik. Aber ich finde die Farbkombi so schön. Ne, es ist mal nicht grau. Grau und Pink oder so, sondern dieses Dunkellila und Pink finde ich schon cool, ne? Ich finde, das passt gut. Und jetzt muss ich nur mal gucken. Man kriegt das natürlich nicht so hingefärbt, weil das ist natürlich hier auch so ein bisschen meliert. Könnt ihr das sehen? Ne, so ein bisschen tweetig, so. Könnt ihr das sehen? Das unten nicht, das ist so pur. Aber das ist so tweetig. Und das kriege ich natürlich so nicht hin. Aber ich finde das Dunkellila total schön. Also ich versuche mal, die Farbkombi wieder hinzukriegen. Ich hätte da so ein Anthrazit. Aber Anthrazit will ich nicht. Ne? So grau hat man immer. So, das finde ich ist mal noch so ein bisschen Farbe. Ich gehe mal kurz aus dem Bild, Freunde. Ja, guck mal, ich habe hier noch so ein Lila. Aber das ist hier mehr beerig, ne? Das ist zu lila. Ich finde das schon schön. Das passt besser mit dem Pinken, glaube ich, zusammen, ne?
so gucke und schon ist Anne wieder. Oh, da bin ich dann ja auch so perfektionistisch, ne? Das nervt mich manchmal selber, dass ich denke, ich will diese Farbe haben. Ich werde die aber nicht hinbekommen. Das ist zu lila. Da muss mehr irgendwie Pink noch rein. Oh, dann packe ich einfach lila und Pink mal zusammen und gucke, was bei rauskommt. Ihr werdet sehen. Ne, auf jeden Fall, das ist so der Plan. Das wird demnächst auf die Nadel kommen. Und meine Lebensweisheit an euch, überlegt vorher, ob ihr den Faden abschneidet. Oh, war das ein Scheiß. Und irgendwie, das war dann irgendwie so doof und es fiel alles so viel. Und ich meine, ich könnte es ja noch irgendwie aufnehmen, ne? Aber irgendwie auch nicht. Irgendwie ging das auch nicht. Ja, so. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Crop Top nächste Woche fertig wird. Aber ich werde dann wahrscheinlich die Mütze schon auf den Nadeln haben. Wenn ich die richtige Farbe gefärbt gekriegt habe. Ja, so. Apropos Färben. Die nächste Kategorie, das Färben. Ich habe gefärbt, weil ich habe ja gelernt aus meinen Fehlern, ne? Ich habe nämlich diese Woche den letzten Sockenclub gefärbt. Und, weil letztes Mal war ja echt Master of Disaster. Dann habe ich gedacht, Anne, das geht nicht, du musst dieses Mal früher in die Hufe kommen. Habe ich auch gemacht, habe ich gestern gemacht. Und ich habe dann nochmal eine Farbe ausprobiert. Und ich weiß nicht, ich fand das eigentlich ganz gut, aber ich weiß nicht, ob es nicht doch zu orange ist. Guckt mal hier. Da. Es ist eigentlich nicht so richtig orange, es ist so mehr Zimt. Aber ich weiß nicht, ob es mir doch zu orange ist. Ich habe überlegt, so ein Pulli. So damit, so. Aber... Also es ist nicht orange-orange. Ich finde, das ist schon mehr so Zimt-orange. Wie findet ihr die? Soll ich da mal mehr von färben? Könnt ihr ja mal sagen. Warte mal, was sagt denn das? Achso. Die Kamera redet mit mir neuerdings. Ich weiß auch nicht. Das war vorher nicht so. Könnt ihr ja mal sagen, ob euch das gefällt. Also ich habe jetzt erstmal hier nur so einen Probestrang gemacht. Finde ich eigentlich gut. Ne? So. Und dann habe ich noch gefärbt. Ich habe noch mal gefärbt, nachgefärbt. Weil das letzte Woche so schnell weg war und dann auch noch etliche Nachfragen kamen. Ich habe nochmal die Motivations-Ina gefärbt. Also wer noch Bock hat, kann in den Shop gehen. Die ist drin. Könnt ihr bestellen. Und ihr könnt auch immer zwischendurch mal in den Shop gehen. Es kann auch sein, dass ich manchmal nicht am Freitag ein Shop-Update mache. So zum Beispiel hier die Ina, die hatte ich dann auch nochmal übers Wochenende nachgefärbt und euch dann gleich reingestellt. Also wenn mal irgendwie was nicht da ist und wenn irgendwie was da im Shop ist, was euch gefällt, was aber nicht mehr da ist oder nicht ausreichend da ist, dann schreibt mich einfach an. Ne? Und dann kann ich das dann gegebenenfalls nachfärben. So. Ach, so, das war so die Färbegeschichte. Ja. Zu mehr kam ich irgendwie nicht, weil ich ja hier noch tausendmal umräumen musste und ungeplant, ne? Genau, so, und dann hatte ich meine Nähmaschine angeschmissen, hatte ich ja schon länger vor, aber man schiebt solche Sachen dann ja immer auf, ne? Weil momentan ist immer so, ich möchte euch ja auch neue Anleitungen irgendwie machen. Und ich habe euch ja schon mal gesagt, so andere, also anderen das zu erklären, wie man das haben möchte und die stricken lassen, das funktioniert halt nicht. Also zumal auch meist beim Stricken selbst irgendwie dann so Sachen kommen, wo man sagt, nee, jetzt wolltest du eigentlich das und das machen, aber irgendwie ist das, glaube ich, nicht cool. Und darum muss man das selbst stricken. Aber ihr wisst halt selbst, dass das lange dauert. Ne? Und wenn man vorankommen will, wie ich mit meinem wundervollen, schönen Crop Top, mit einer Lauflänge von 700, 800 Metern, da strickst du halt. Und dann ist aber irgendwie so wenig Zeit für anderes. Also weil ich immer denke, nein, du willst es ja hier auch fertig kriegen. Ne? Ich will euch ja auch nicht irgendwie über 20 Wochen immer nur ein und dasselbe Teil in die Kamera halten. Und dann fällt manches hinten über. So, aber diesmal habe ich gesagt, Wochenende, Kinder waren ja nicht da, alles klar, Anne, jetzt geht's aber los. So. Und dann habe ich hier meine schöne, ich hatte euch doch das Leder gezeigt, das Marienkäferleder. Und da habe ich euch jetzt... Die Nadelgaragen genäht, Freunde. Guck mal. Da. So. Sind die nicht cool? Ich habe verschiedene gemacht. Ich habe welche mit schwarzen Punkten. Ich habe welche mit grünen Punkten.
Und ich habe mit Gold. Die goldene ist ein bisschen günstiger als die anderen, weil hier doch sehr doll so ein, also so ein, was heißt Lederfehler, ne? Aber da war die Kuh mal kaputt. Irgendwie, da hatte die sich mal wehgetan, die Arme, ne? Hatte die Aua und da ist jetzt hier so, aber es ist halt Natur. So ist das nun mal, ne? Wir sind ja auch nicht perfekt. Wer von euch hat keine Narbe, der hebe bitte die Hand. So, darum mache ich euch die aber ein bisschen günstiger. Und dann könnt ihr zuschlagen, Freunde, ne? Die sind voll cool. Da werdet ihr auffallen, wenn ihr dann da kommt zu eurem Stricktreffen und sagt, zack, zack, ich hole mal meine Socken raus. Und alle sagen, oh, was ist denn das? Gibt es nicht, Freunde. Das ist absolute, nur Strick mit Kick. Da seid ihr die Strick mit Kicker, ne? So. Ja, langweilig. Langweilig ist ja nichts für uns. So. Also, habe ich euch auch in den Shop gestellt und könnt ihr zuschlagen. So, und dann habe ich noch eine Projektbag genäht. Die habe ich auch schon bei Instagram gepostet gehabt. Die sieht bislang so aus. Cool, ne? Zack, zack. Also ohne Schnippen, Dippen irgendwie drin. Es ist halt nichts weiter drin. Ich finde die toll. So, jetzt habe ich aber gedacht, das ist ja ein bisschen nackig. Das ist mehr so eine Envelope-Projekt-Bag. Ne? Hier machen wir mal ein bisschen Fashion-Fashion hier. So, ne? Also Briefumschlag-Bag. Ne? So. Und also ich habe jetzt hier keine Tiefe reingemacht, was einfach auch daran liegt, dass es meine Nähmaschine nicht so richtig hergab, weil das Leder ist dicker als das andere, was ich hatte, das braune. Das war relativ dünn. Das ist einfach sehr dick. Und bei dem dünnen kam die Nähmaschine schon so an ihre Grenze, wenn ich da irgendwie doppelt und dreifach das Leder genäht habe. Hier kam ich einfach nicht durch. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Also, es ist ja, ich habe den da locker reingekriegt. Ne? Das Phantom. Also von daher alles gut, man kriegt es rein. So, jetzt habe ich nur überlegt, sieht das nicht ein bisschen langweilig aus, nur so, ne? Dann haben schon ein paar gesagt, ja, irgendwie vielleicht ein Druckknopf, also hier so ein Magnetdings kann ich machen, ne? So, aber dann ist es, also finde ich auch gut. Aber dann ist es ja trotzdem hier außen so langweilig. Ich weiß nicht, reicht das? Ne? Und dann habe ich hier sonst noch diesen formschönen Knopf gefunden. Könnt ihr das sehen? Ich glaube, der passt ganz gut, ne? Wenn man den machen würde, aber so, dass man das dazu macht, ne, hier unten irgendwie, ne? Und dann noch mit so einem Bänzel, dass man das dann da rum macht, ne? Ne? Genau. Und dann ist ja jetzt noch die Frage, was man hier macht mit dem Hänger. Mein Problem ist, dass ich von dem Leder nicht mehr so viel habe, dass ich einen langen Gurt hinkriege. Es hat auch jemand geschrieben, also ist nicht so, dass ich da nicht auch dran gedacht hätte, dass man es wirklich hier so dann hier so seitlich tragen kann. Boah, voll geil, ne? Dann kannst du es als Handtasche nehmen. Ach, Freunde, ne? Das ist doch ein geiles Teil. So, aber das ist nicht lang genug. Also da müsste ich das irgendwie stückeln und zusammennähen. Und das finde ich irgendwie auch doof, ne? Also, und ich habe irgendwie kein anderes Leder, was da ranpasst. So von der Farbe und so, ne? Braunes Leder, finde ich, sieht dazu nicht aus. Ich habe auch schon überlegt, ob man mit irgendwelchen Bändern arbeitet oder irgendwie oder einen Gurt strickt näht oder mit Stoff, aber ich finde, weiß ich nicht, passt irgendwie nicht. Finde ich. Was sagt ihr denn? Also ich sag mal so, für so einen kleinen, für so einen, reicht das. Da habe ich noch. Hier, ihr Fashion Victims, sagt doch mal. Sagt mal, was ich machen kann. Habt ihr noch eine Idee? Also ich denke da ja schon mal so drumherum, aber mir ist noch nichts Geiles eingefallen. Aber vielleicht hat einer von euch eine Idee, ansonsten prügel ich da irgendwie was dran. Aber ich finde die total cool. Freunde, die ist gut, ne? Ja, ich mag die total gerne. Vielleicht, ja, naja. Also mein Problem ist momentan eher die Henkelproblematik. So. Das ist so das, was ich gerade so mache, Freunde, ne? Und dann habe ich noch gemacht, weil im letzten Video, da kam auch irgendwie ein Kommentar, ob ich nochmal irgendwie, wo man finden kann oder ob ich erklären kann, wo man zunimmt und so weiter und so fort. Pass auf. Und dann habe ich mich rangesetzt und habe fürs Phantom die Anleitung endlich mal geschrieben.
Anleitungsschreiben finde ich furchtbar. Anleitungsschreiben, also ich schreibe zwar jetzt mittlerweile, man lernt ja immer mit, was man dann gerade so macht, ne? Dass man praktisch eigentlich das Muster hat, aber du musst es dann ja noch irgendwie so vertüdeln, dass ihr das auch versteht. Und ich mache mir dann ja beim Stricken eben immer nur Stichpunkte. Vielleicht sollte ich das anders machen, vielleicht sollte ich immer gleich das ausführlich aufschreiben. Ne? Und dann liegt das und dann denkt man, ja, fertig. Also dann habe ich mit dem Projekt aber auch wirklich abgeschlossen und dann wird das nächste angeschlagen. So. Und das ist wieder Zeit, wo man sagt, nein, ich muss das andere stricken. Aber ist ja doof, weil dann kriegt ihr das nicht zum Stricken. Ne? So, also da muss ich irgendwie noch so ein bisschen, da bin ich noch nicht so im Flow. Ne? Auf jeden Fall habe ich da jetzt die Anleitung geschrieben und wollte euch mal fragen, wer das Teststricken möchte. Also ich habe gestrickt ja Größe 46, 48 so in dem Dreh. Das heißt, ich bräuchte auch welche, die kleiner stricken. Ne? Also 44, 42, so in dem Dreh, dass wir mal gucken können, wie das angepasst funktioniert. Wisst ihr? Das wäre gut. Also meldet euch doch gerne. Und für diejenigen, die den Probestricken und wirklich bis zum bitteren Ende durchhalten und sich da durchkämpfen, und mir dann eben auch sagen, pass mal auf, da versteht man es nicht oder ich glaube, da hast du dich verzählt oder wie auch immer, keine Ahnung. Also wenn ihr da wirklich durchhaltet, dann bekommt ihr von mir einen Gutschein über 20 Euro, habe ich mir überlegt. Ne? So, dann könnt ihr Wolle shoppen. Das habe ich mir so überlegt. Also schreibt doch mal, wer Probe stricken möchte. Ne? So. Genau. Jetzt bin ich fertig. Fertig, 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 Freunde. Ich bin so unlustig. Seid ihr auch gerade so unlustig? Ich bin so unlustig. Ich bin so, ich mag nicht. Ich möchte nur ins Bett und lesen. Das geht dann aber auch nicht, weil man denkt, oh, du musst noch Wäsche und dies und das und so. Und dann ist immer so Kopfkarussell. Kennt ihr das? Ich möchte manchmal gerne so einen Knopf haben. So, aus. Möchte man doof sein, Tag. Ja, das wäre mal schön. Einfach mal doof. Sich keine Gedanken machen. Alles gut. So möchte ich mal sein. Muss man ja auch mal wissen, wie es ist, ne? Oh. So, Freunde. So, ich bin fertig. Was nächste Woche passiert, weiß ich noch nicht. Die Kinder sind ja wieder da. Zur Not zeige ich euch, habe ich nämlich überlegt, weil wie gesagt, ich musste ja hier durchwühlen, ne, was ich so hab und hast du nicht gesehen. Zur Not zeige ich euch einfach die Designirrtümer. Ich habe so ein paar Sachen gefunden, wo ich gedacht habe, na, das war auch keine gute Idee. Ja, besonders der eine, wo ich nicht weiß. Obwohl, ich hatte das dann angeprügelt. Ich denke, ach so scheiße, das ist es gar nicht, ne? Aber wir können ja mal drüber reden, Freunde, ne? Also ich denke mal, ich werde so in der nächsten Zeit nicht so viel zum Stricken kommen. Aber ich bemühe mich dann natürlich, euch trotzdem Video zu machen. Die werden dann sicherlich kürzer ausfallen. Und dann wird dann sowas aufgeweicht, ne? Dann hole ich irgendwas und sage, guck mal, hier können wir mal alle gemeinsam lachen, ne? So, meine Lieben, ich wünsche euch was. Wenn ihr Urlaub habt, macht Urlaub. Wenn ihr keinen Urlaub habt, ach, ist... Wisst ihr was? Schiebt doch mal eine ruhige Kugel und sagt, ja, stress mich jetzt nicht. Ne? So, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ne? Und dann gucken wir mal, was so passiert. Ich wünsche euch was. Strickt fleißig und dann sehen wir uns nächste Woche.